Die alten Zivilisationen faszinieren uns mit ihren Rätseln, Geheimnissen und ihren Bräuchen. Einige ihrer Rituale lassen uns auch heute noch erschaudern. Machen Sie sich bereit, in die Welt der alten Rituale einzutauchen, in der Glaube und Furcht untrennbar miteinander verbunden waren. Ich werde Ihnen von den gruseligsten Ritualen der Antike erzählen. Hallo Freund, willkommen auf dem Kanal Körtop. Menschenopfer. Die alten Maya glaubten, dass Blut eine besondere Kraft besitzt und als Nahrung für die Götter dient, um deren Wohlergehen und das der Erde zu sichern. Sie vollzogen Opferrituale in verschiedenen Zusammenhängen, von bedeutenden königlichen Zeremonien bis hin zu Zukunftsprognosen. Kriegsgefangene, Kinder oder Mitglieder der königlichen Familie wurden oft zu Opfern. Sie wurden gefoltert, ihr Herz wurde auf der Spitze der Pyramide herausgeschnitten oder sie wurden in heiligen Brunnen ertränkt. Diese Handlungen hatten eine tiefe religiöse und kosmologische Bedeutung und betonten die Verbindung zwischen Erde, Mensch und Göttern. Dennoch bleiben solche Rituale für den modernen Menschen einer der rätselhaftesten und erschreckendsten Aspekte der Maya-Kultur. Geflochtener Mensch. In den alten keltischen Kulturen Europas spielten religiöse Rituale eine zentrale Rolle. Eines der mysteriösesten und beunruhigendsten war das Opfer im geflochtenen Menschen. Diese riesige Figur, aus Ästen und Laub in Menschenform geflochten, diente als Ort für rituelle Tierverbrennungen und möglicherweise sogar Menschenopfer. Beschreibungen dieser Rituale haben uns dank römischer Historiker erreicht. Sie behaupteten, dass die Druiden, die religiösen Führer der Kelten, diese Rituale für Wohlstand und Ernte durchführten. Gefangene, Tiere und sogar Freiwillige wurden in eine Statue eingesperrt und dann angezündet. Das Feuer, das die geflochtene Struktur erfasste, symbolisierte Reinigung und Erneuerung. Trotz Berichten von römischen Autoren sind archäologische Beweise für solche Rituale sehr begrenzt. Dies macht den geflochtenen Mann zu einem umstrittenen Thema unter Wissenschaftlern. Heilrituale. Im Norden Spaniens, verborgen zwischen grünen Hügeln, liegt eine der bedeutendsten Höhlen der Altsteinzeit, Altamira. Sie ist bekannt für ihre atemberaubenden Malereien. Es wurden dort allerdings auch unter den archäologischen Funden andere faszinierende Zeugnisse des prähistorischen Lebens entdeckt. Unter den zahlreichen Knochen, Werkzeugen und Schmuckstücken entdeckten die Forscher einige Schädel mit deutlichen Löchern. Diese Löcher sind das Ergebnis der Trepanation, einer der ältesten chirurgischen Eingriffe, bei dem ein Loch in den Schädel gebohrt wurde. Warum haben sich die Menschen der Antike auf solch ein riskantes Unterfangen eingelassen? Eine Theorie besagt, dass die Trepanation zur Behandlung bestimmter Krankheiten wie Hydrocephalus oder Blutungen eingesetzt wurde. Andere Wissenschaftler glauben jedoch, dass es sich um einen rituellen Akt handelte, ein Versuch, böse Geister zu vertreiben oder sogar eine Methode zur Kommunikation mit den Göttern. Möglicherweise glaubten die alten Bewohner von Altamira, dass die Seele durch diesen chirurgischen Eingriff im Schädel mit dem Universum kommunizieren konnte. Oder es war eine Methode, um Sterbende von ihrem Leid zu befreien. Wie auch immer zeugt diese Prozedur von einem hohen medizinischen Wissen und tiefen religiösen Überzeugungen unserer Vorfahren. Schreckliches Bestattungsritual. Sati ist ein alter indischer Brauch, bei dem eine Witwe freiwillig oder unter gesellschaftlichem und familiärem Druck in das Scheiterhaufen ihres verstorbenen Ehemannes sprang. Dieser Brauch, der in verschiedenen Teilen Indiens verbreitet war, wurde zum Symbol für Treue, Hingabe und unendliche Liebe einer Frau zu ihrem Mann. Sati war kein universelles Ritual in allen indischen Gesellschaften und Kulturen. Es war hauptsächlich bei den höheren Kasten verbreitet und besonders in Regionen wie Rajasthan und Bengalen sowie anderen nördlichen Gebieten zu finden. Forscher sind der Meinung, dass der Hauptgrund für diesen Brauch das Glauben war, dass die Witwe auf diese Weise den höchsten Akt der Treue und Ehre zeigt, indem sie sich mit ihrem verstorbenen Ehemann im Jenseits wieder vereint. Eine andere Theorie behauptet jedoch, dass Sati populär wurde, um zu verhindern, dass Witwen nach Invasionen und Eroberungen von fremden Mächten versklavt wurden. Leider waren nicht alle Fälle von Sati tatsächlich freiwillig. Viele Witwen wurden enorm unter Druck gesetzt, oft aufgrund ihres sozialen Status oder aus wirtschaftlichen Gründen. In einigen Fällen wurden Frauen, die nicht sterben wollten, gewaltsam ins Feuer geworfen oder sogar zuvor gefesselt. Im 19. Jahrhundert begannen Reformisten und Aktivisten, die die Grausamkeit dieses Brauchs erkannten,
gegen die Praxis von Sati vorzugehen. Dank ihrer Bemühungen und der Intervention der britischen Kolonialverwaltung wurde im Jahr 1829 ein Gesetz verabschiedet, das Sati in Indien verbot. Trotz des Verbots des Rituals gab es in abgelegenen Landesteilen weiterhin vereinzelte Fälle von Sati. Erst eine intensive Bildungskampagne und gesellschaftskulturelle Veränderungen führten schließlich zum Verschwinden dieser Praxis. Rituale in der Pyramide. Die Cheops-Pyramide, eines der sieben Weltwunder, birgt viele Geheimnisse. Hinter ihren steinernen Mauern verbergen sich mysteriöse Rituale, die in den Tiefen des monumentalen Bauwerks stattfanden. In den alten Gängen und Kammern, wo die Mumie des großen Pharaos ruhte, führten Priester religiöse Zeremonien durch, um den magischen Schutz des Verstorbenen zu stärken. Im Schein unzähliger Fackeln sprachen sie alte Beschwörungen aus, um die Götter und Ahnengeister herbeizurufen. Diese Beschwörungen dienten nicht nur dazu, die Seele des Pharaos vor bösen Geistern und Flüchen zu schützen, sondern auch ihr die Reise ins Jenseits, in die Welt der Götter und der Ewigkeit zu ermöglichen. Auch tausende Jahre nach dem Tod von Cheops faszinieren und begeistern uns noch immer diese Riten. Sie erinnern uns an den Glauben der alten Ägypter, an die Ewigkeit und ihr Bestreben, die Verbindung zu den Verstorbenen aufrechtzuerhalten und ihre Erinnerung in majestätischen Pyramiden zu verewigen. Der letzte Weg des Anführers. Die Skythen sind eines der faszinierendsten und rätselhaftesten Völker der Antike. Ihre Kultur und Religion waren geprägt von einer Reihe einzigartiger Riten, wobei die Beerdigungszeremonien ihrer Anführer besonders eindrucksvoll und zugleich erschreckend waren. Laut alten Quellen, insbesondere den Erzählungen von Herodot, wurden die Körper hochrangiger Skythen oder Anführer nach ihrem Tod speziellen Ritualen unterzogen. Zunächst wurde der Körper einbalsamiert und dann in ein Grab gelegt. Aber das war noch nicht alles. Der Anführer ging nicht alleine auf seine letzte Reise. Mit ihm wurden seine Diener, Geliebten und manchmal sogar Freunde begraben. Die Skythen glaubten, dass dies notwendig war, damit der Verstorbene sich im Jenseits nicht einsam fühlte. Für solche Rituale wählte man treue Diener und Geliebte aus, die für ihre außergewöhnliche Ergebenheit zum Anführer bekannt waren. Sie wurden zunächst mit einem Trank betäubt, bevor sie geopfert wurden, um ihre Seelen dazu zu befähigen, ihren Herrn ins Jenseits zu begleiten. Die Skythen glaubten zudem an eine enge Verbindung zwischen Mensch und Pferd, weshalb die Pferde des Verstorbenen ebenfalls getötet und an seiner Seite begraben wurden. Dieser Brauch war nicht nur ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber dem Verstorbenen, sondern auch eine Demonstration seiner Macht und seines Reichtums. Viele der entdeckten skythischen Grabhügel enthalten nicht nur menschliche, sondern auch tierische Überreste, was auf die weit verbreitete Praxis dieses Rituals hinweist. Die Öffnung des Mundes. Die Ägypter glaubten, dass der Mensch nach dem Tod in eine andere Dimension übergeht, in der seine Seele, das Ka, weiterlebt. Damit die Seele jedoch im Jenseits vollwertig existieren konnte, musste der Körper des Verstorbenen auf besondere Weise vorbereitet werden. Nach einem komplexen Balsamierungsprozess, der das Körper vor Verfall schützte, fand die Zeremonie der Öffnung des Mundes statt. Ein Priester, ausgestattet mit speziellen Werkzeugen, öffnete symbolisch den Mund und die Augen des Verstorbenen. Dies hatte eine tiefe symbolische Bedeutung. Durch das Öffnen des Mundes gab der Priester dem Verstorbenen die Fähigkeit, zurück zu atmen, zu sprechen und zu essen. Das Öffnen der Augen ermöglichte es der Seele, die Schönheit und Gefahren der jenseitigen Welt zu sehen. Die Ägypter glaubten, dass ohne diese bestimmte Zeremonie die Seele des Verstorbenen nicht in der Lage wäre, die Freuden des Jenseits vollständig zu genießen und sogar Gefahren ausgesetzt sein könnte, ohne sich selbst schützen oder ernähren zu können. Sie waren der Ansicht, dass die Öffnung des Mundes dem Verstorbenen ein neues Leben schenkt und ihn zu einem vollwertigen Bewohner der Unterwelt macht. Diese Zeremonie war so wichtig, dass ihre Darstellungen oft auf Grabwänden und Papyri zu finden sind, die verschiedene Stadien der Bestattungsrituale zeigen. Der Priester, der die Zeremonie durchführt, wird oft mit einem Steinmesser oder einem anderen Werkzeug dargestellt, das er an den Mund und die Augen der Mumie hält. Geheime Treffen in der großen Perm. In den verschneiten Gipfeln des Uralgebirges verbirgt sich ein uraltes und furchterregendes Geheimnis, das den Einheimischen noch immer Angst einjagt. Die geheimnisumwobene Stadt Perm, reich an Mythen und Legenden, birgt Geschichten von gruseligen nächtlichen Ritualen in den Bergen.
Bei jedem Neumond, wenn die Dunkelheit am dichtesten und undurchdringlichsten ist, versammeln sich Schamanen und Anhänger alter Kulte auf einer heiligen Lichtung im Herzen der Berge. Sie bringen Tiere für Opfergaben mit und entzünden riesige Feuer. Dieser Ritus wird schon seit über 700 Jahren praktiziert. Das Ritual beginnt mit dem durchdringenden Schrei des Schamanen, der die Geister der Ahnen und die mächtigen Kräfte der Natur herbeiruft. Im Tanz um das Feuer rufen die Teilnehmer die Geister an und sprechen alte Zaubersprüche. In dieser Nacht verschwimmt die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Geisterwelt, sodass die Anwesenden auf der Lichtung die Geister und Ahnen sehen können. Der düsterste Teil des Rituals ist das Opfer. Die Schamanen sind überzeugt, dass das Blut und die Seelen der geopferten Tiere ihre Verbindung zur Geisterwelt stärken und ihnen ermöglichen, Prophezeiungen zu erhalten oder sogar besondere Fähigkeiten zu erlangen. Obwohl viele Menschen diese Geschichten als reine Legenden abtun, gibt es Hinweise darauf, dass die Rituale bis heute fortbestehen. Einige Uralbewohner berichten von mysteriösen Lichtern, die in Neumondnächten auf den Berggipfeln zu sehen sind, und von durchdringenden Schreien, die aus den Tiefen der Berge hallen. Viele meiden diese Orte, besonders bei Neumond, aus Furcht vor einer Begegnung mit den Teilnehmern eines mysteriösen Rituals. Die gruseligste Sekte der Antike. Die Agori sind eine der extremsten und geheimnisvollsten Sekten des Hinduismus, deren Praktiken und Rituale oft Schock und Unverständnis hervorrufen. Sie leben hauptsächlich in der Stadt Varanasi, am heiligen Fluss Ganges, und verehren Shiva in seiner Form als Bhairava, dem Herrn der Toten. Das zentrale Glaubensprinzip der Agori ist die Überzeugung, dass es im Universum nichts Böses oder Unreines gibt. Daher meditieren sie auf Friedhöfen, da sie glauben, dass die Nähe zu den Toten ihnen hilft, ihre Ängste zu überwinden und sich dem Göttlichen zu nähern. Ein schockierender Aspekt ihrer Praktiken ist der Kannibalismus. Die Agori glauben, dass der Verzehr von Fleisch Verstorbener ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleiht, sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreit und sie zu Halbgöttern macht. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sie niemanden töten, um sich zu ernähren. Sie verzehren lediglich die Körper von Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Diese Einsiedler praktizieren auch Rituale, bei denen sie psychoaktive Substanzen wie Alkohol und Hanf konsumieren. Dadurch erreichen sie tiefe meditative Zustände und eine Verbindung zum Göttlichen. Hexenproben. Das Mittelalter in Europa war eine Zeit voller religiöser Leidenschaften, Aberglauben und Ängsten vor dem Unbekannten. Ein besonders düsteres Kapitel dieser Epoche war die Hexenjagd. In dieser Zeit wurden tausende Frauen, beschuldigt der Hexerei, grausamen Folterungen und oft tödlichen Prüfungen unterzogen. Der Glaube, dass Hexen einen Pakt mit dem Teufel eingehen, Menschen Schaden oder Naturkatastrophen verursachen können, war tief in der Volksseele verwurzelt. Unter dem Einfluss der Kirche und ihrer Lehren über Häresie und teuflische Täuschungen entstand eine regelrechte Hexenhysterie. Hexenprozesse konnten durch einfache Gerüchte oder Anschuldigungen von Nachbarn beginnen. Eine Frau konnte beschuldigt werden, Zaubersprüche verwendet zu haben, um die Ernte zu ruinieren oder Krankheiten bei Tieren zu verursachen. Nach der Anschuldigung folgten Folterungen, um das Geständnis der Hexe zu erzwingen. Zu den bekanntesten Foltermethoden zählten Wasserproben. Die Verdächtige wurde gefesselt und ins Wasser gelassen. Sank sie, galt sie als unschuldig, doch dies kostete sie das Leben. Blieb sie hingegen an der Oberfläche, wurde sie als Hexe betrachtet. Andere Foltermethoden umfassten das Verbrennen der Haut und das Aufziehen auf der Streckbank, neben vielen weiteren grausamen Praktiken. Viele dieser Frauen endeten auf dem Scheiterhaufen. Die Hexenverfolgung erreichte ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert. Obwohl die meisten Opfer Frauen waren, wurden auch männliche Hexer verfolgt und hingerichtet. Der Lupercalia-Ritus. Das antike Rom war nicht nur für seine Eroberungen und architektonischen Wunder bekannt, sondern auch für seine einzigartigen rituellen Feste. Eines dieser Feste, die Lupercalien, wurde jedes Jahr im Februar zu Ehren des Fruchtbarkeitsgottes Faunus gefeiert. Bei diesem Fest zogen junge Männer, die Luperci, nur mit kurzen Ledergürteln bekleidet und mit Peitschen aus Ziegenleder bewaffnet, durch die Straßen Roms. Diese Peitschen galten als besondere Glücksbringer. Die Luperci rannten durch die Straßen und berührten Passanten, insbesondere Frauen, sanft mit ihren Peitschen. Dieser Brauch war kein Akt der Grausamkeit oder Bestrafung, sondern galt als Segen und Symbol für Fruchtbarkeit. Frauen, die von der Peitsche berührt wurden,
glaubten, dass dies ihre Chancen auf Empfängnis und eine sichere Geburt im kommenden Jahr erhöhen würde. Die Zeremonie fand an der Lupercal-Höhle auf dem Palatinhügel statt, wo laut Legende eine Wölfin die Gründer Roms, Romulus und Remus aufzog. Junge Luperci opferten Ziegen und beschmierten die Gesichter der Teilnehmer mit dem Blut der Opfer. Nachdem sie ihr Gesicht mit einer heiligen, mit Milch getränkten Tuch abgewaschen hatten, begannen sie ihren Lauf durch die Straßen Roms. Opfergaben an Moloch. Moloch ist eine Gottheit, die im Mittelpunkt vieler alter Legenden und Mythen steht. Obwohl er hauptsächlich mit den alten Kulten Phöniziens und Karthagos in Verbindung gebracht wird, haben Geschichten über Rituale zu Ehren von Moloch auch das antike Griechenland erreicht. Alten Quellen zufolge war die Statue von Moloch als Mensch mit Stierkopf gestaltet. Ihre Hände aus glühendem Kupfer dienten als Opferstätte, auf die Eltern ihre Erstgeborenen legten. Unter den Händen der Statue loderte ein Feuer, in das die Kinder fielen, sobald sie auf die glühenden Hände gelegt wurden. Für die alten Griechen, insbesondere die Schreiber dieser Geschichten, waren solche Rituale ein Graus. Allerdings sollte man bedenken, dass viele dieser Aufzeichnungen verfälscht oder sogar erfunden sein könnten, da Griechen und Karthager Rivalen waren und in den zahlreichen Kriegen gegeneinander kämpften. Die Mythen um Menschenopfer an Moloch wurden wahrscheinlich im Laufe der Zeit verstärkt und neu interpretiert. Während einige Historiker der Ansicht sind, dass solche Rituale tatsächlich in alten Kulturen stattfanden, glauben andere, dass diese Geschichten Teil einer Propaganda waren, um den Feind zu diskreditieren. Die ersten Kannibalen in der Geschichte. Die Kariben waren ein indianischer Stamm, der auf den Antillen lebte, und sie waren laut Legenden furchterregende Kannibalen. Der Begriff Kannibale leitet sich von diesem Stamm ab und ist heute ein allgemeiner Ausdruck für Menschenfresserei. Europäer, die auf diese Inseln kamen, brachten schreckliche Geschichten über die blutrünstigen Rituale der Kariben über den Ozean. Laut Legenden griffen die Kariben benachbarte Stämme an und nahmen Gefangene, die sie später während ihrer religiösen Zeremonien töteten und verzehrten. Es wurde angenommen, dass der Verzehr von Menschenfleisch nicht nur die Kraft des getöteten Kriegers verleiht, sondern auch die sozialen Bindungen innerhalb des Stammes stärkt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Berichte über den Kannibalismus der Kariben von den Europäern übertrieben wurden. Einige Historiker vermuten, dass diese Geschichten dazu dienten, die Brutalität und Aggression der Kolonisten gegenüber der einheimischen Bevölkerung zu rechtfertigen. Es bleiben uns allerdings mündliche Überlieferungen anderer einheimischer Stämme der Region, die ebenfalls von der Blutrünstigkeit der Kariben berichten. Diese Erzählungen, gepaart mit archäologischen Funden, zeichnen ein komplexes Bild der Praktiken und Glaubensvorstellungen dieses rätselhaften Stammes. Initiierungsriten. In den Tiefen der Lascaux-Höhlen, einem der bekanntesten paläolithischen archäologischen Denkmäler weltweit, verbirgt sich ein geheimnisvolles Rätsel der alten Cro-Magnon-Menschen. Die Wände dieser Höhle sind mit prächtigen Zeichnungen geschmückt, die Tiere, Jagdszenen und andere Symbole darstellen. Doch unter all diesen Kunstwerken ziehen uns merkwürdige Handabdrücke in ihren Bann. Es wird angenommen, dass diese Abdrücke Zeugnisse alter Initiationsrituale sind. Junge Stammesmitglieder berührten möglicherweise die Höhlenwand und hinterließen ihre Spur als Zeichen des Übergangs in einen neuen Lebensabschnitt. Diese Geste könnte ihre Verbindung zu den Ahnen, den Geistern der Höhle und der umgebenden Welt symbolisiert haben. Der Ritus konnte verschiedene Prüfungen beinhalten. Ein langer Aufenthalt in der Dunkelheit einer Höhle, Meditation oder sogar Formen der Askese. Durch das Hinterlassen ihrer Spuren bestätigten die jungen Männer ihre Zugehörigkeit zum Stamm und ihre Bereitschaft, vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft zu werden. Handabdrücke sind mehr als nur zufällige Spuren an Wänden. Sie sind Zeugnisse tiefer spiritueller Praktiken und Rituale, die einst Teil des Lebens unserer Vorfahren waren. Begräbnisspiele. Das alte Rom, berühmt für seine Kampfarenen und Gladiatorenspiele, entwickelte auch eine einzigartige Zeremonie zur Ehrung der Verstorbenen, die Begräbnisspiele. Dieser Brauch diente als Respektbekundung für den Verstorbenen und war gleichzeitig eine Möglichkeit, seinen Status, Reichtum und Einfluss auch nach dem Tod zur Schau zu stellen. Es war üblich, dass die Anzahl der auf der Arena gefallenen Gladiatoren den Ruhm der Seele des Verstorbenen im Jenseits bestimmte. Die Kämpfe wurden oft von der Familie oder Freunden des Verstorbenen finanziert, um seine gesellschaftliche Bedeutung hervorzuheben. Je höher der Status des Verstorbenen, desto blutiger und umfangreicher waren die Beerdigungsspiele. Dieser Brauch entstand in der frühen römischen Geschichte.
möglicherweise von den Etruskern übernommen. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem nationalen Spektakel, bei dem sogar Begräbnisspiele zu Ehren der Kaiser abgehalten wurden. Bei diesen Veranstaltungen traten manchmal Tausende von Gladiatoren auf und die Spiele konnten mehrere Tage andauern. Aber es waren nicht nur blutige Kämpfe. Für die Römer waren Gladiatorenkämpfe mehr als das. Sie sahen darin die Verkörperung römischer Tugenden. Mut, Ausdauer, Furchtlosigkeit im Angesicht des Todes. Gladiatoren, die in den Tod gingen, symbolisierten den Geist Roms, seine Unbezwingbarkeit und Größe. Die Bestattungsspiele hatten auch eine religiöse Bedeutung. Man glaubte, dass das Blut der Gladiatoren die Geister der Verstorbenen besänftigte und ihnen eine günstige Position im Jenseits sicherte. In gewisser Weise war dies ein Opfer zu Ehren der Toten. Himmelsbestattung. Die Himmelsbestattung ist eines der faszinierendsten und mystischsten Rituale des alten China. Dieser Brauch war eng mit den tief verwurzelten Glaubensvorstellungen der alten Chinesen über das Jenseits und der Bedeutung, dem verstorbenen Herrscher in seiner neuen Realität Komfort zu bieten, verbunden. Der oberste Herrscher, oft als Sohn des Himmels bezeichnet, war nicht nur ein Monarch für seine Untertanen. Er war Vermittler zwischen Erde und Himmel, ein Symbol für Harmonie und Ordnung. Der Tod eines solchen Herrschers war ein bedeutendes und einschneidendes Ereignis, das besondere Rituale erforderte. Die Grundidee der Himmelsbestattung war es, den verstorbenen Monarchen mit allem Notwendigen für ein angenehmes Leben im Jenseits zu umgeben. Dazu wurden zahlreiche Diener mit ihm begraben, in der Annahme, dass sie ihm auch im Jenseits dienen und all seine Bedürfnisse erfüllen würden. Archäologische Funde belegen, dass solche Bestattungsrituale tatsächlich stattfanden. Die Grabstätten glichen unterirdischen Palästen, ausgestattet mit Sälen, Gängen und Räumen, die mit Kunstwerken, Waffen, Schmuck und sogar Lebensmitteln gefüllt waren. Besonders bewegend und zugleich gruselig ist die Tatsache, dass Menschen zusammen mit dem Herrscher begraben wurden, die vermutlich freiwillig oder gezwungen ausgewählt wurden, um ihren Herrscher zu begleiten. Ritus der grauen Masken. Im Herzen der mystischen Dschungel Zentralamerikas, verborgen zwischen mächtigen Bäumen und feuchtem Grün, lag die antike Stadt Tikal. Als eine der prächtigsten Städte der Maya war sie Schauplatz eines der ungewöhnlichsten und geheimnisvollsten Rituale, die Zeremonie der grauen Masken. Alle 10 Jahre, wenn die ersten Strahlen der Morgensonne die Spitzen der Pyramiden berührten, versammelten sich die Bewohner von Tikal auf dem Hauptplatz, um ein altes Ritual durchzuführen. Männer, Frauen und Kinder legten Masken aus einer speziellen, glasartig dünnen und zerbrechlichen Tonerde auf ihre Gesichter. Diese Masken machten sie sprachlos und verwandelten sie in stumme Hüter ihrer Geheimnisse. Einen Monat lang schwiegen die Maskenträger, lauschten dem Flüstern des Dschungels und den Klängen der Natur, um eine Verbindung zu den Göttern zu finden. Die Stadtbewohner glaubten, dass sie durch das Tragen der Masken ihre Gesichter den Göttern schenkten, ihre Ängste, Hoffnungen und Träume an sie abgaben. Am Tag der Sommersonnenwende, einen Monat später, versammelten sich die Bewohner von Tikal am Fuße der Hauptpyramide. Als die Sonne ihren Höhepunkt erreichte, nahm jeder seine Maske ab und warf sie in das von den Priestern entfachte Feuer. Die Flammen vernichteten die Masken und symbolisierten so die Befreiung der Seele von irdischen Fesseln. Einige dieser Rituale sind bis heute von einem Schleier des Geheimnisses umgeben und lassen uns über die Grenzen menschlicher Grausamkeit und Glauben nachdenken. Danke, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.